Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie Nullstellen von quadratischen Funktionen bestimmen kann. Doch schauen wir uns zunächst erst einmal an, was für Möglichkeiten es eigentlich geben würde. Also, der Einfachheit halber skizziere ich wieder ein paar Standard-Normal-Parabel und verschiebe die. Wir haben also die Standard-Normal-Parabel. Es ist sehr offensichtlich, dass wir hier eine Nullstelle haben bei 0, 0. Wir könnten die Parabel nach oben verschieben, in y-Richtung, indem wir eine Konstante addieren. Dann sehen wir, wir haben keine Nullstelle und wir könnten das gleiche umgekehrt machen. Wir könnten also eine Konstante abziehen und das nach unten verschieben und dann sehen wir, wir hätten zwei Nullstellen, die dazu noch achsensymmetrisch verteilt sind. Das heißt, die Abstände hier und hier werden immer gleich. Das sind natürlich die einfachsten Fälle. Aber das ändert sich auch sonst nicht. Wir haben nur die Möglichkeit, eine, zwei oder gar keine Nullstellen zu haben. Nun schauen wir uns diese drei Fälle mal etwas genauer an. Als Zahlenbeispiele, wir könnten diese hier oben schreiben als f von x ist gleich x² plus 4. Diese möchten wir lösen, das heißt, wir wollen die Nullstellen bestimmen, wir müssen sie also 0 setzen. Die Nullstelle heißt ja, wir schneiden die x-Achse ist ja immer dann der y-Wert oder f von x-Wert einfach 0, deswegen 0 setzen. Das bedeutet für uns in diesem Fall hier, x² ist minus 4, wir ziehen einfach 4 von beiden Seiten ab. Wir suchen also eine Zahl, die im Quadrat minus 4 ergibt, da aber minus mal minus positiv wird und auch positive Zahlen multipliziert immer positiv bleiben, finden wir so eine Zahl nicht. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, das zu lösen, es gibt keine Nullstellen. Der zweite Fall wäre unsere Standard-Normal-Parabel, das heißt f von x wäre einfach x² gleich 0. Das ist sehr offensichtlich, wir kriegen nur dann 0 raus als Produkt, wenn dann schon das 0 als Faktor drinsteht, das heißt, x muss schon 0 sein. Wir kriegen also eine Nullstelle raus bei 0, 0. Den dritten Fall, wir haben also eine Verschiebung unter die x-Achse des Scheitels. Wir sagen mal, das wird x² minus 4. Setzen auch das wieder 0, das heißt, wir addieren auf beiden Seiten die 4. Dann steht hier x² gleich 4. Und ihr seht, wir suchen also eine Zahl, die mit sich selbst multipliziert 4 gibt. Das ist zum einen die 2 und ganz wichtig zum anderen auch die minus 2. Minus 2 und minus 2 gibt auch 4. Das heißt, x1 ist 2 und x2 ist minus 2. Das ergibt natürlich zwei Nullstellen. Und zwar einmal n1, 2 und 0 und n2, minus 2. Und nun, ihr könnt ja sehr gut daran erkennen, es gibt hier, die sind beide wieder gleich weit entfernt. Was man hier draus auch mal machen kann, man kann nun ganz einfach sagen, f von x ist gleich x minus die erste Nullstelle, also x minus 2, mal x minus die zweite Nullstelle, minus minus 2 gibt natürlich plus 2. Man kann hier also sehr leicht auch die Nullstellen ablesen, man muss nur x suchen für das, für einer der beiden Faktoren 0 wird, das ist natürlich einmal hier die 2, wenn ich hier minus 2 ansetze, wird das hier 0. So könnte ich auch Nullstellen bestimmen. Diese Identität hier, dass das hier gleich dem hier ist, das klappt so einfach nur dann, wenn vor dem x² kein Vorfaktor ist, wenn es eine normale Parabel ist. Nun schauen wir uns noch ein paar andere Parabeln an. Zum Beispiel könnten wir die Parabel um 1 nach rechts verschieben. Offensichtlich, wenn ich sie 1 nach rechts verschiebe, habe ich hier irgendwo eine Nullstelle. Naja, bei 1, 0, mal gucken, ob das auch rechnerisch rauskommt. Also f von x wäre x minus 1, also 1 nach rechts verschoben und das Ganze quadriert. Nun, was passiert? Das ist ja nichts anderes als x minus 1 mal x minus 1. Das heißt, einer der beiden Faktoren muss 0 sein, dass sie beide gleich sein sind, gilt für uns, x minus 1 muss 0 sein, das heißt, x muss 1 sein. Das heißt, unsere Nullstelle wäre 1 und 0, wie wir es eh schon im Voraus vermutet haben. Was können wir noch versuchen? Wir könnten eine Funktion f von x nehmen und sagen, naja, x² plus 2x und die 0 setzen. Das ist in dem Fall recht einfach. Wir können das x ausklammern. Dann steht hier noch x mal x plus 2. Das heißt, ich schaue mir das an, x², ich sehe in beiden, ist ein x drin, deswegen kann ich x ausklammern. Dann teile ich das x² durch x, es gibt x,
Und ich teile 2x durch x, das gibt genau 2. So, das soll 0 sein, das heißt für uns entweder x gleich 0 oder x plus 2 gleich 0. Nun, das bedeutet für uns x1 ist 0 und da drüben natürlich x2 ist gleich minus 2, damit es stimmt. Das heißt, wir kriegen die Nullstelle einmal 0, 0 und die zweite Nullstelle minus 2, 0. Das hier ist alles recht einfach zu berechnen. Ihr könnt euch das noch ein bisschen schwerer vorstellen. Ich zeige euch das mal. Und zwar gehen wir davon aus, wir haben f von x ist gleich x minus 1 mal x plus 2. Ganz klar, x1 müsste 1 sein oder x2 minus 2, damit wir 0 Stellen haben. Wenn ich das aber jetzt ausmultipliziere, dann steht hier x2 minus x plus 2x minus 2. Das kann ich zusammenfassen als x² plus x minus 2. Wenn ich es hier oben sehe, kann ich die Nullstellen sehr einfach bestimmen. Hier unten von diesem Term nicht. Das ist wieder so ein Fall wie vorne bei der quadratischen Ergänzung. Der eine Weg ist einfach, der andere ein bisschen schwerer. Hierfür gibt es drei Dinge, die ich euch in anderen Videos zeigen möchte, wie man es berechnen kann. Einmal eine PQ-Formel, die Mitternachtsformel oder einen Satz von Mieltag. Also schaut in den anderen Videos vorein, dann zeige ich euch, wie man das alles berechnen kann. Dankeschön.